Will ich mich noch vorschriftsmäßig anziehen? Ja. Also, der Lehrer in der Schule spricht von der Tier- und Pflanzenwelt. Und als zum Schluss die Glocke schellt, da sagt er noch den kleinen Wichten, man möge morgen ihm berichten, wie eigentlich der Mensch entsteht. Das kleine Volk nach Hause geht und stellt bei der Gelegenheit die Eltern in Verlegenheit. Auch Fritz zu Hause angekommen, hat sich den Vater vorgenommen und gleich die Frage ihm gestellt, wie kommt der Mensch auf diese Welt? Der Vater schaut bedrückt zu Fritzen, schon fängt er an mit Schwitzen. Doch plötzlich siehe da, er lacht, der Mensch, der wird aus Lehm gemacht. Ei, denkt der Fritz, das ist famos, da geh ich gleich und hol so ein Kloß von nebenan vom Töpfer Schmidt und nehm das Ding zur Schule mit. Und als am nächsten Tage der Lehrer stellte seine Frage, da sagt die kleine Elsa gleich, der Mensch kommt aus dem Storchenteich. Doch Fritzchen darauf, Quatsch mit Soße, ich trag das Ding in meiner Hose, womit die Schöpfung vor sich geht und woraus dann der Mensch entsteht. Von wegen Storch, so siehst du aus. Und wenn's nicht glaubst, ich hol'n auch raus. Der Lehrer sagt beflissen, Fritzchen, lass sein, du scheinst zu wissen.